Hannover Schmünden in Südniedersachsen lässt die Herzen von Sportschützen höher schlagen. Hier am Zusammenfluss von Werra und Fulda werden Bleigeschosse produziert, die bei Widerladern im In- und Ausland gleichermaßen beliebt sind. Die Geschichte des Traditionsunternehmens Händler und Natermann reicht bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück. Heute stellt die Händler und Natermann Sport GmbH als eigenständiger Unternehmenszweig mit gut 40 Mitarbeitern hochwertige Luftgewehrkugeln, Vorderladergeschosse und Geschosse für Großkaliberwaffen her. Die Produktion der gepressten Bleigeschosse erfolgt über eigens konstruierte Maschinen. In der fabrikeigenen Bleischmelze wird Rohblei zu Bleidraht verarbeitet. Die Dicke des Bleidrahts entspricht dabei schon in etwa dem Kaliber, für das später Geschosse gepresst werden sollen, erklärt Vertriebschef Peter Schmidt. Also der Bleiofen, der läuft bei uns das ganze Jahr hindurch. Deswegen ist es auch immer schön warm hier drin, im Sommer wie im Winter. Und der läuft normalerweise zweischichtig. Und er wird ständig betrieben. Das ist natürlich auch sehr energieaufwendig. Um den hochzuheizen, dauert es halt eine Weile. Deswegen ist es auch sinnvoll, den länger laufen zu lassen. Das Rohblei bezieht Händler und Natermann über eine Bleihütte im Rheinland. Das tonnenschwere Material wird palettenweise geliefert. Jede Palette besteht aus 5x5 Barren. Jeder Barren wiegt dabei mehr als 30 Kilo. Das ist also ein ganz wichtiges Gerät, eine ganz wichtige Station, denn von der Gleichmäßigkeit des Drahtes hängt später auch die Gleichmäßigkeit der fertigen Kugel ab. Da legen wir also sehr großen Wert drauf. Hier purzeln Wattcuttergeschosse aus der Pressmaschine, etwa 100 pro Minute. Der Maschine wird Bleidraht zugeführt, der zuvor nebenan in der Bleischmelze erzeugt wurde. Der eher weiche Geschosskern aus Blei wird später mit einer hauchdünnen, galvanisch aufgebauten Kupfer- und Kunststoffschicht ummantelt, die den Lauf schont. In der Galvanik wird auf die vorbereiteten Bleirohlinge eine Kupferschicht, eine genau definierte Kupferschicht aufgebracht, die sehr gleichmäßig ist. Wir verwenden da also hochwertigste Materialien und Maschinen, um eben ein Geschoss zu bekommen, was eben sehr, sehr gleichmäßig ist von der Kupferschichtdicke, von der Rundheit und auch natürlich vom Gewichtsabweichung. Also hier haben wir gerade die Geschosse in der vorletzten Fertigungsstufe. Die werden nach dieser Fertigungsstufe, sie kamen aus der Verkupferung, noch Kunststoff beschichtet. Und dieser Kunststoff ist so eine Art Trockengleitschicht und der verhindert ein Abreißen dieser relativ dünnen Kupferschicht bei hohen Geschwindigkeiten und hohen Drücken. Das ist also ziemlich einzigartig, das macht kein anderer. Und das unterscheidet uns von anderen Herstellern. In Hannover-Schmünden werden aber nicht nur Großkalibergeschosse hergestellt, sondern auch die allseits bekannten Mini-Rundkugeln, mit denen auf Volksfesten an Schießbuden geschossen wird. Um gute von schlechten Rundkugeln zu unterscheiden, seien es Schießbudenkugeln oder Rundkugeln für Vorderladerwaffen, werden sie auf Glasplatten zum Rolltest geschickt. Nur wirklich runde Kugeln erreichen dabei die notwendige Geschwindigkeit, um im guten Topf zu landen. Kugeln mit Unwuchten schaffen dies nicht, landen im Ausschussbehälter und werden wieder eingeschmolzen. Hochwertige Luftgewehr-Diabolos werden stichprobenartig auf dem firmeneigenen Schießstand auf 10 Metern getestet. Eine Serie von 10 Schuss kann dabei durchaus einen Lochdurchmesser von nur 5 mm bringen. Die Final Match Diabolos, das Spitzenprodukt von HN Sport, werden darüber hinaus auch noch manuell in Augenschein genommen. Und
Und hier die letzte Fabrikationsstation im noch jungen Leben der Highspeed-Großkalibergeschosse, die Verpackung. Hier werden die berühmten blauen Schachteln befüllt, von denen die meisten Wiederlader so viele im Keller stehen haben.